Letzte Gelegenheit. Und Start zum vierten Rennen. Preis der Thurgauer Zeitung und Schweizer Zucker AG mit den Co-Sponsoren Leukon Multimedia Frauenfeld und Brauerei Locher AG Appenzell. Und wie erwartet hat Waze sofort die Spitze übernommen. Matej platziert sich dahinter. In dessen Rücken ist es Mias, außen mit der Nase im Wind. Justin, dann folgt Charyar mit Dalam und am Schluss des Feldes Otto. In gutem Tempo, obwohl Karin Zwalen hier alles tut, damit Waze nicht ganz so schnell geht. An zweiter Position lauert Matej mit Claudia Wendel. Dann außen Justin mit Remy Campos. Dann folgt Mias mit Clément Lheureux, außen begleitet von Charyar mit Tim Bürgin. Und jetzt wieder vier Eisen, dann folgt Dalam mit Tonia Bartholdi und am Schluss Otto in Grün und Rot mit Nicola Gilbert. In flotter Fahrt geht es gegen den letzten Bogen, unverändert Waze an der Spitze. In zweiter Position taucht jetzt Justin auf, innen lauert unverändert Matej, dann Charyar mit Mias, eine kleine Lücke bis zu Dalam und Otto ist doch schon recht weit weg hier im Schlussbogen. Vorne bekommt Waze jetzt etwas Druck von Justin. Matej versucht sich zu wehren, aufrückend Charyar außen. Vorne ist aber unverändert Waze bei der 300-Meter-Marke. Waze vor Matej und Charyar fällt wieder zurück. Dann ist Justin zur Stelle, auch Mias kommt. Aber vorne ist hier Waze. Waze in Front und jetzt kommt Justin nochmal. Mias versucht auch, aber vorne ist dieser Waze und er ist nicht zu schlagen. Waze mit Mias auf dem zweiten, dann Justin, dann Matej, dann Charyar mit Otto und Dalam, der Außenseiter, auf dem letzten Platz. Ein Doppelsieg für Trainer Andreas Scherrer und Doppelsieg für Falk und Cattoni. Das könnte eine Siegerehrung mit zwei Pferden geben, denn sie sind ja beide aus dem gleichen Stall. Eine super Sache wieder, die hier Waze geleistet hat. Eine sehr gute Leistung. Siebter Sieg beim 11. Start in der Schweiz mit seiner ständigen Reiterin Karin Zwalen. Und Mias zeigt hier endlich, dass seine Klasse eben auch in dieser Kategorie reicht. Mit Clément Lheureux wird Zweiter und Dritter. Justin, der fast immer Zweiter oder Dritter wird. 1,60 Franken bekommt zurück, wer Waze auf Sieg gewettet hat, 1,60 Franken pro eingesetzten Franken.